Guten Tag, wir präsentieren Ihnen heute Experimente, um Ihre Zeit besser vertreiben, darunter auch Flammen oder andere coole Sachen. Erstens, Rauchbombe. Wie man eine Rauchbombe selber machen kann. Man nimmt ein Stück Alufolie, ein Ping-Pong-Ball, Feuerzeug. Die Alufolie wickelt man um den Ping-Pong-Ball und dann zündet man den Ping-Pong-Ball unten an, damit es Rauch rauskommt. Nicht einatmen, er kann giftig sein. Kleine Flamme. Eine kleine Flamme zu erzeugen mit paar Streichhölzchen. Dafür braucht man nur kleine Flammen und es kann größer werden, indem man mehrere nimmt. Es sieht zwar cool aus, aber desto mehr, desto größer. Kugelschreiber. Zufälligerweise ist uns auch dann ein Kugelschreiber ausgegangen. Mein Kollege hat gesagt, film schnell! Und dann habe ich gefilmt. Er hat einen Kugelschreiber erhitzt und dann ist er wieder gegangen. Sehen Sie selbst, dann wissen Sie, wie es geht. Sehen Sie, so geht das. Feuer aus Stiftresten. Ein kleines Feuer zu machen aus Stiftresten sieht zwar richtig cool aus, ist es auch, aber im Dunkel wird es noch viel cooler aussehen. Und sehen Sie selbst und machen Sie es auch, nämlich das ist richtig cool. Es räuchert zwar ein bisschen, aber das ist nicht so schlimm. Wir sind von der Klasse 5a Primarschule Zunsken 1920. Auf Wiedersehen.